Ich bin heute in P wie Pretsch und spreche hier zum Thema Pflege. Ich setze mich für eine umfassende Pflegereform ein, die allen Pflegebedürftigen zugutekommt. Pflegerisiken dürfen meiner Meinung nach nicht privatisiert oder individualisiert werden. Der Pflegebedarf darf sich nicht nur an Zeit- und Kostenfakten messen. Die Menschen, auch in unserer Region, wollen länger und selbstbestimmter in ihrer gewohnten Umgebung leben. Das ist gut so. Dafür müssen aber die baulichen und infrastrukturellen Voraussetzungen durch barrierefreies Wohnen und Telemedizin geschaffen und gefördert werden. Durch die demografische Entwicklung in unserer Region und den weiterhin hohen Wegzug der arbeitenden Generation aus Ostdeutschland wird es einen Mangel beim Pflegepersonal geben. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Menschen in Pflegeberufen und bei den Ausbildungsvergütungen in Ostdeutschland weniger verdienen. Als Bundestagsabgeordneter möchte ich das Ziel der SPD mit umsetzen, dass in den kommenden 4 Jahren zusätzlich 125.000 tariflich entlohnte Stellen für Pflegekräfte geschaffen werden. Das schafft mehr Zeit für die Pflege. Zudem möchte ich mich dafür einsetzen, dass eine flexible Pflegezeit zur Vereinbarung von Familie und Beruf für pflegende Angehörige gesetzlich verankert wird. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiter durch unseren Wahlkreis und meine Themen.